Liebe Freunde des ND im Club, liebe Kulturfreunde, ich begrüße Sie, euch recht herzlich zum heutigen Gespräch mit Professor Dr. Dietrich Mühlberg, den ich ganz herzlich begrüße. Wir werden heute über Kultur und Wissenschaft sprechen, denn Dietrich Mühlberg ist einer der Gründungsväter und langjähriger, wichtiger Inspirator und Professor für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin gewesen. Und rückblickend ist es schon interessant, auf diese DDR-Gründung der Kulturwissenschaft zu blicken, die in der Bundesrepublik zu jener Zeit noch keine Entsprechung hatte. Also das war wirklich mal überholen ohne einzuholen, wie Walter Ulbricht auf dem 5. Parteitag verkündet hatte. Dietrich Mühlberg ist am 29. Februar 1936 geboren. Aha. Jeder weiß vielleicht, wenn jemand am 29. Februar Geburtstag hat, dann feiert er seinen Geburtstag auf den Tag genau aller 4 Jahre, nämlich in den Olympischen Jahren. Dietrich Mühlberg kam aus einem Elternhaus, das sozialdemokratisch, politisch sehr interessiert war. Und meine erste Frage, Dietrich, ich habe vor kurzem mit Wolfgang Kohlhase gesprochen, der ist noch 5 Jahre älter als du, der hatte jetzt gerade seinen 90. Geburtstag, aber Jahrgang 36, da war man am Kriegsende 9. Was hat man da eigentlich vom Nationalsozialismus noch bewusst mitgekriegt? Naja, das war schon bemerkbar. Als ich 42 eingeschult war, war das Erste, was wir lernten. Wenn der Lehrer reinkommt, stehen wir alle auf und er sagt dann Heil Hitler und wir sagen Heil Hitler, Herr Lehrer. Meine Eltern haben mich natürlich abgeschirmt von dem, was da so nationalsozialistische Propaganda und so weiter war. Wir hatten andere Bücher im Hause und kein Hitlerbild und sowas, wie das bei meinen Klassenkameraden ja bei einigen üblich war. Und wir hatten ab Weihnachten 1945 einen Deserteur bei uns versteckt. Eine sehr heikle, kritische Sache. Weihnachten 44. Ab Weihnachten 44, ja, der dann 45, kurz darauf, Zivilangestellter bei der damals Roten Armee war. So, also meine Eltern waren deutlich antifaschistisch orientiert, linke Sozialdemokraten, und haben dann im Sommer 45 schon wieder mit der politischen Arbeit begonnen, die ja vorher unmöglich war. Das hat mich natürlich geprägt und es war klar, dass ich also für die neue DDR war. Allerdings ein wenig hatte ich Mühe. Ich habe ja am Fackelzug teilgenommen 1949, der zu Ehren Wilhelm Pieck war. Die DDR war 3 Tage vorher gegründet worden und er wurde wohl da zum Präsidenten gewählt. Und ich weiß noch, wir waren den ganzen Tag unterwegs zu Fuß, bis wir dann auf der Friedrichstraße waren. Und da wurden uns, ich durfte sogar auch eine tragen, wurden uns Fackeln verpasst. Und dann ging der Fackelzug so unter den Linden richtig los. Und das hat mir, naja, einerseits war das natürlich für so ein Stippi ein tolles Erlebnis, da mitzuziehen und da zu jubeln. Andererseits, naja, die Trommeln und die Fahnen, das war nun nicht so meine Sache.
denn das erinnerte doch ein wenig an andere Zeiten. Das war, naja, ich hatte dann, war sogar während der Studentenzeit zweimal in Reservistenkursen bei der Armee und das war bei der Nationalen Volksarmee. Das war dann auch ein bisschen schwierig, aber wir hatten ja 45 eben die Losung, wir nehmen nie wieder ein Gewehr in die Hand. Das hat sich dann geändert. Ich habe das auch verstanden, warum das anders wurde in der Konfrontation der Systeme. Aber diese Prägung durch mein Elternhaus hat dann auch dazu geführt, dass ich einstand für das sozialistische Experiment DDR. Nun hast du ja kurz noch die Schule erlebt im Nationalsozialismus, aber man kann sich ja auch erinnern, das waren ja dann doch auch für euch bedrückende Zeiten mit den vielen Bombenangriffen und was da eben alles passierte. Dann sind ja viele Lehrer aus den Schulen entfernt worden, weil sie nationalsozialistisch, also in der Partei waren, NSDAP oder einfach sehr als bewertet wurden, dass sie nicht mehr als Lehrer tätig sein dürfen. Es gab viele Neulehrer. Wie war diese Schulzeit bis zum Abitur? Wie hast du die erlebt? Naja, erst einmal wurde ich auf die Bildungsschule gegeben, ich glaube 47. Das war nicht so gut. Wo war das? In welchem? Wir wohnten damals in Johannisthal, in Schöneweide war diese Schule. Ich habe da war nicht gerne dort, habe Schule geschwänzt und habe dann ein Zeugnis bekommen. Dieter fehlte 54 Mal unentschuldigt, er wird nicht versetzt. Dann ging es zurück nach Johannisthal an die Volksschule. Und da habe ich mich dann zusammengerissen und ordentlich gelernt und konnte eine Klasse überspringen und hatte dann einen ganz wunderbaren Chemielehrer in der 8. Klasse. Und ich durfte dann das Labor leiten und sauber machen und habe da meine Experimente machen können, wann ich wollte. Und das führte dazu, dass ich ja eigentlich Chemiker werden wollte, Chemie studieren wollte. Noch in der Oberschulzeit hatte ich diese Vorstellung. Ein Weilchen, auch weil mein Vater war ja Ingenieur und war sehr naturwissenschaftlich auch orientiert. Ich hatte schon 46 zu Weihnachten Chemiebaukasten bekommen und konnte experimentieren und alles Mögliche machen. Und diese Lehrer, die ich dann hatte, von denen war ich eigentlich von allen sehr begeistert. Die haben einen guten Eindruck auf mich gemacht, auch als ich dann, ich bin dann 1950 auf die Oberschule gekommen, das war, hieß dann Clement-Gottwald-Schule, weil wir auch Tschechisch Unterricht hatten. Und da waren eine ganze Reihe von Lehrern, zu denen man eine ganz wundervolle Beziehung haben konnte, auch jenseits des Schulunterrichtes. Das hat mir viel gegeben und führte dann auch dazu, dass ich mehr literarische Interessen hatte, weil auch Lehrer mich in der Richtung beeinflusst hatten und wir sogar von der Schule aus einen Briefwechsel mit dem Schriftsteller Weißkopf hatten, der damals FC Weißkopf. FC Weißkopf, ja. Und Weißkopf war damals Botschafter der CSR in Peking. Und wir hatten Briefwechsel nach Peking und ich habe seine Bücher gelesen, ihm geschrieben, was ich darüber dachte als Jungmensch. Und er ist ja dann nach Prag zurückgegangen und als dort die Verfolgung der politischen Slansky-Prozess und andere, ja. Er war ja wie seine Frau Jude und da hat die DDR ihn da rausgeholt, zusammen mit Firnberg, der ja in ähnlicher Position war. Da wohnte dann im Regierungshotel da am Zirkus, wie hieß es noch, keine Ahnung. Na, neben Friedrichstadtpalast heute da. Und da sind wir uns dann auch zum ersten Mal begegnet.
Er wurde dann Chef der Neuen Deutschen Literatur, der NDL, dieser DDR-Literaturzeitschrift. Und da habe ich gerade nachgeschaut, 1954 meine erste Reportage, kurze Reportage drin veröffentlicht. Also du hast ihn dann persönlich kennengelernt? Ja, ja, er war mein Mentor. Seine Frau Alex Wedding habe ich gut gekannt, sein Schwager. Das war ja eine bildschöne Frau, ich habe die auch mal kennengelernt. Ja. Und der Herzfelde, Wieland Herzfelde und andere habe ich dadurch kennengelernt. Und da auch mein Vater mit Leuten aus dem Literaturbetrieb bekannt war, wollte ich dann eigentlich ins Verlagswesen gehen, Literaturwissenschaft studieren. Ich habe dann auch während meiner Studentenzeit zwei Praktika bei dem Verlag Volk und Welt gemacht. Roland Links war da gerade als junger Lektor bei ihm. Durfte ich dann Bücher lektorieren, auch neu lektorieren, Ilja Ehrenburg und anderes. Nebenan, wir saßen oben unterm Dach, machte gerade die Redaktion von Magazin auf. Da lernte ich auch die Hilde Eisler kennen, die da gerade als Chefin loslegte. Also ich wollte ganz in diesen Literaturbetrieb gehen, hat mir gefallen und habe dann auch meine Diplomarbeit schließlich zu den Theoriedebatten im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller geschrieben. Da spielte Weißkopf auch eine Rolle, also der Anreger. Er starb ja dann sehr früh, 54 ist er schon gestorben. Aber da müssen wir, das war jetzt ein Sprung, also vom Abitur dann zum Studium. Du hast ja gesagt, du bist eigentlich von der Chemie, dann von der Naturwissenschaft weggekommen, mehr dann doch in eine Richtung. Aber du hast ja Philosophie auch studiert, ne? Ja, das war so, ich hatte einen Studienplatz Germanistik, sicher, der war schon fest. Und ich war im Sommer mit meinem Freund, meiner Freundin, waren wir auf Paddelfahrt, wohnten auf einer Insel weit im Süden. Da kam in der Mittagshitze mein Vater angedampft und meinte, du hast einen Brief von der Universität, du sollst zu einer Aussprache kommen. Ich also zu dieser Aussprache. Die war aber nicht bei den Germanisten, sondern am Institut für Philosophie und man versuchte mir klarzumachen, dass es viel besser wäre, Philosophie zu studieren. Ich könne ja im Nebenfach Germanistik machen. Die hatten offenbar zu wenig Studierende und haben es ganz geschickt gemacht, mich davon zu überzeugen, dass Philosophie auch ganz gut ist. Und es war auch gut, dass ich das gemacht habe. Und dann begann ich 1954 tatsächlich Philosophie zu studieren, hier in Berlin an der Humboldt-Universität. Und habe dann auch bei den Kunsthistorikern und bei den Germanisten Vorlesungen belegt. Die konnte ich mir aussuchen. Aber dein Hauptfach war Philosophie? Hauptfach war Philosophie, ja. Nun hast du ja in der Zeit, wie du vielleicht weißt oder nicht weißt, habe ich mich ja auch immer sehr mit Philosophiegeschichte befasst. Auch sehr intensiv natürlich über Jahrzehnte Kontakte zu Peter Ruben gehabt und weiß ja von ihm, er hat immer von einem Professor geschwärmt, Klaus Zweiling, bei dem hast du auch gehört. Der war damals noch in Berlin und musste dann die Bloch-Nachfolge in Leipzig antreten, was sehr unangenehm war. Ja, also ich habe keine so große Erinnerung an Klaus Zweiling. Wir haben auch unterschiedlich, hatten ja durch unsere Nebenfachausbildung, gab es ja Gruppierungen im Studium der Philosophie. Und meine Gruppierung war die, die sich auf die Ästhetik als philosophisches Fach konzentrierte. Natürlich haben wir ganz allgemein gehört, die Einführung bei Jedenfalls bei Stieler, die klassische Deutsche. Und Harich hast du auch noch gehört? Harich war schon nicht mehr dabei,
im Lehrplan. Ich weiß nicht, er ist ja da erst 56 in Schwierigkeiten geraten, aber ich habe keine Vorlesung bei Harich gehört. Bei Marie Simon, antike Philosophie, dann seltsamerweise bei Liselotte Welskopf, Henrich, antike Geschichte und so weiter. Und Wolfgang Heise, ne? Wolfgang Heise hat noch keine Vorlesungen gehalten, aber wir haben Seminare mit ihm gemacht über, naja, Nietzsche-Seminar, Rilke-Seminar und so weiter. Er gehörte auch nicht zu der Gruppe, die dann das kulturwissenschaftliche Studium gemacht haben. Er kam später erst dazu. Ja. So. Ja, das Studium, naja, das hatte seine schönen Seiten, aber es hatte auch eine ganze Reihe sehr dogmatischer Vorstellungen vermittelt. Ganz begeistert war ich von Auguste Cornu, der ja die Bücher geschrieben hat, über die Vorläufer von Marx und Engels. Mhm. Er hat also uns erklärt, ein Genie schöpft nichts aus sich selbst, und hat uns erklärt, woher Marx alle seine Ideen und Gedanken hatte. Das war eine sehr, sehr, sehr aufschlussreiche Vorlesung, die wir bei ihm hatten. Und naja, Marie Simon war auch interessant. Und die durfte ich auch noch hören, ja. Und ihr Mann? Heinrich. Heinrich Simon hat uns in die arabische Philosophie eingeführt, die ja eine sehr bedeutende Vermittlerrolle zwischen der so hochgelobten griechischen Antike und der dann beginnenden neueren Geschichte hat. Also das hatte seine guten Seiten. Auch Kurt Hager hat Vorlesungen gehalten über Karl Schorlemmer, einen Chemiker, der auch ein linker Mann war und sich auch zu naturwissenschaftlichen Fragen geäußert hat. Ich kann das jetzt hier aus dem Gedächtnis nicht so reproduzieren. Es war sehr anregend, aber als ich dann fertig war, auch die Abschlussprüfung war nicht sehr genial. Ich hatte den Zusammenhang, also ich sollte erklären, wann man vom Primat der Politik sprechen könne und so weiter. Das war ein Theoriebereich, der mich nie sonderlich interessiert hatte. Aber da bin ich sehr mies rausgegangen, und als ich das Haus verließ, das Institut war in der Universitätsstraße 3b, gegenüber dem Metropa-Gebäude, da an der S-Bahn an der Ecke, sagte ich, dieses Haus betrete ich nie wieder. Das hat nicht lange gehalten. Hat nicht lange gereicht, diese Entscheidung. Aber ich habe da natürlich meine Diplomarbeit über ein literaturhistorisches Thema geschrieben, über die Debatte, wer sind denn die Schöpfer der neuen Literatur? Sind das die schreibenden Arbeiter oder sind das die professionellen Schriftsteller? Das war damals so eine Debatte, das wurde in der Linkskurve diskutiert, und das war eines der Themen, das dann auch kulturpolitisch in der DDR-Geschichte eine Rolle spielte. Ja, am Ende hast du dich aber dann doch begeistern lassen oder entschieden, an der Universität zu bleiben. Du warst dann aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du auch eine Weile in Greifswald. Ja, wie ging das sozusagen weiter? Ja, das ging ganz einfach. Es musste ja was vermittelt werden, du musstest ja arbeiten nach dem Studium. Und da hatte unsere Institutsleitung sich gedacht, ja, gehst du mal vielleicht nach Greifswald und da ans Institut für Marxismus-Leninismus und unterrichtest Philosophie. Ja, Philosophie unterrichten, dachte ich, ist ganz gut, aber Greifswald hat mir gefallen. Auch weil ich ja wusste, dass wer in Berlin was wird, der kommt entweder aus Greifswald oder Jena. So war es mit den Berufungen jedenfalls. Und in Greifswald waren auch ein paar interessante Wissenschaftler. Also, und so habe ich da angefangen am Institut für Marxismus-Leninismus und habe Philosophie unterrichtet im sogenannten gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudium. Das hat natürlich Spaß gemacht, mit angehenden Lehrern
Kunst erziehen. So Philosophie-Geschichte gemacht, ja, oder was? Nee, da gab es ja eine Vorschrift, was da zu unterrichten ist. So im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen, den stalinischen Grundkurs über den dialektischen und historischen Materialismus, der da, den er 36 einmontiert hatte in die Geschichte der KPdSU, also die vier Grundsätze und so weiter. Ganz so war es nicht, aber es hat schon Spaß gemacht, auch weil die Studierenden weltanschauliches Interesse hatten, da was debattieren konnten, was in ihrem Fach nicht vorkam. Insofern war es keine verlorene Zeit und ich habe zu einigen der Studenten von damals, die inzwischen auch alles ganz alle Leute sind, eine gute Beziehung noch. Und das hat sich so ergeben. Wie kamst du jetzt nach Berlin zurück? Über einen Umweg. Du warst noch in Sofia, ne? Ja, um da rauszukommen wieder aus diesem Grundstudium, das ist ja nicht so einfach. Ja. Du musst ja irgendwo gewollt werden. Und da gab es das Angebot, DDR-Studenten im Ausland zu betreuen, und zwar wieder mit Philosophievorlesung, aber auch ansonsten die Betreuung zu übernehmen, bis hin zum Stipendienzahlen und so weiter. Und so konnte ich mich beim DDR-Außenministerium bewerben und hätte nach Prag, nach Bukarest oder nach Sofia gehen können. Denn überall studierten DDR-Studenten in einer größeren Zahl, und zwar Mediziner im Vorphysikum, die ersten vier Semester, weil die Ausbildungskapazität in der DDR dafür nicht ausreichte. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es musste viel ausgebildet werden, weil so viel im Westen abgehauen waren von den Ärzten. Es musste immer wieder Nachschub kommen. Und so habe ich dort Mediziner unterrichtet im Wesentlichen. Ich war Mitarbeiter dann der DDR-Botschaft, habe in Sofia mit meiner Frau und Tochter eine Wohnung gehabt und jeden Abend Remi-Demi in der Wohnung, weil die ja auch Geselligkeit liebten. Und der bulgarische Rotwein so in der großen Karaffe geholt, so ab 5 Liter Nalivno vom Hahn in der, geholt. Das war eine sehr schöne Zeit. Auch das Land kennengelernt und natürlich auch den recht engen Kontakt zu den Studierenden gehabt. Wir haben dann so ein Ensemble gebildet und sind dann zum Abschluss des MEM und zum Studienjahr so eine Bulgarien-Rundreise mit Auftritten. Kulturprogramm. Kulturprogramm. Schön. Ja. Und dann konntest du... Dann musste ich wieder zurück nach 2 Jahren, auch weil Tochter Katrin in die Schule kam. Ja. Das mussten wir nun in der DDR machen, aber ich habe dann auch so DDR-Diplomatie und andere Diplomaten kennengelernt. Und natürlich bulgarische Kollegen, aber dann musste ich wieder zurück. Ja, und da war ich dann hat mich das Außenministerium ja nicht mehr beschäftigen können. Ich hatte ja keine Ausbildung als Diplomat, mich also ins Hochschulministerium geschickt und die sagten, ja, wir sind da gerade dabei, wir müssen das hier und hast du nicht Lust, am Aufbau des Studiengangs Kulturwissenschaft mitzuwirken. Geh doch mal der Erwin Pracht, das war auch mein Betreuer schon, als ich studierte und er hat meine Diplomarbeit betreut. Meine auch. Gut, geh doch mal zu Erwin Pracht, der wird dir das erklären. Na gut, bin ich hingegangen und der sagte, du, wir machen das hier und du kannst bei uns gleich mal als Aspirant, also Doktorand anfangen. Habe ich eine Aspiranturstelle, hatte er noch nicht für mich. Und habe dann ein Thema bekommen, ja, das ist ganz einfach. Kriege doch mal raus, was Kulturgeschichte ist. Das sollte ja unterrichtet werden, ja, Kulturgeschichte, aber keiner wusste, was das sein soll. Es gab es nicht als Fach und gab kein Buch drüber und so weiter. Gut, also habe ich eine Dissertationsschrift angefangen zu schreiben und da aber nur, wie sagt man, Stipendium war ja nicht sehr viel.
Das waren damals 550 Mark. Schlägt noch heute auf die Rente durch, weil es Ausbildungszeit ist, die nicht angerechnet wird für die Rente. Aber glücklicherweise war ja Mangel an Lehrkräften, sodass ich schon nach einem halben Jahr auch unterrichten musste und mir dann die Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter verschafft wurde nach anderthalb Jahren. Das war aber noch bei den Philosophen angesiedelt, oder? Wir waren eine Abteilung am Institut für Philosophie. Ja. Da begann das, hat die Abteilung Ästhetik den Auftrag bekommen, die bestand aber nur aus zwei Personen, aus Erwin Pracht und Horst Redeker. Ja. Aber dann kamen noch ein paar dazu, aus dem Institut für Gestaltung noch wer und so weiter. So dass wir dann so 5, 6 Leute waren und 63 mit mir zusammen waren die ersten Fernstudenten da. Also ihr habt mit dem Fernstudiengang begonnen. Fernstudiengang, ne? Und dann 64 wurden welche, die eigentlich bei der Philosophie eingeschrieben waren, umgelenkt. Das waren nur 8 oder 10 Studenten, die dann begannen, 64 Kulturwissenschaft zu studieren. Das war eigentlich euer Experimentierkurs. Ja. Unser Experimentierkurs, die sind auch alle was geworden. Ja. Und ab da wurden wir ein eigenes Institut mit einer Abteilung Fernstudium. Und da Erwin Pracht der Leiter war, wurde ich, wie es damals hieß, Fachrichtungsleiter. Das war der für die Studierenden zuständig ist. Und dann haben wir angefangen, den nächsten Jahrgang ordentlich zu immatrikulieren und dann ging es los. Und Erwin Pracht hat mir seine Vorlesung Die sozialistische Kulturrevolution in die Hand gedrückt und hat gesagt, das machst du jetzt. Und dann habe ich das mir angeguckt und habe versucht, daraus meins zu machen. Ja. So. Ja. Ja. Aber Dietrich, vielleicht auch nochmal für uns alle so eine Verständigung. Also Kulturwissenschaften oder Kulturwissenschaft als Studienfach einzuführen, bedeutete ja erstmal dieses Feld zu definieren. Was gehört da alles zu? Naja. Wie war dieser, sagen wir mal, Findungsprozess? War das auch ein intensiver Diskussionsprozess? Wer war daran beteiligt? Wie frei war eure Gestaltungsmöglichkeit? Naja, das hatte ja Vorläufer. Der soziale Hintergrund ist der, dass ja 1945 eine neue gesellschaftliche Situation entstand. Das war einerseits die Idee, dass dieses Volk, das bis zum bitteren Ende dem Hitler nachgelaufen war, umerzogen werden muss. Das waren ja von den Besatzungsmächten 2, die daran glaubten, dass man die Deutschen umerziehen könne. Das war die sowjetische Besatzungsmacht und das waren die Amerikaner. Die beiden anderen Kolonialmächte haben das lieber über Personalentscheidungen geregelt, alles während die beiden Umerziehungsprogramme hatten, demokratische. Ja. Die Amerikaner, besonders in der Jugendarbeit, die haben dann viele in die USA geholt und ihnen vorgeführt, wie man Demokratie macht, so eben amerikanische Demokratie. Ja. Und die sowjetische Besatzungsmacht, ja davon überzeugt war, dass Deutschland eigentlich der Urgrund des bürgerlichen Humanismus ist und man müsse daran anknüpfen und die deutsche Klassik als Bildung für alle verpassen und dann also jeden Tag ein Goethe-Tag machen und so weiter und so weiter, sodass es da dieses Bildungsstreben gab, die Menschen umzuerziehen in einem antifaschistischen Sinne. Und das andere war, dass um diese Zeit die SBZ, also die sowjetische Besatzungszone und die frühe DDR, europaweit die Gesellschaft mit der allerhöchsten Mobilität war, sozialen Mobilität. Also eine Aufstiegsmobilität aus 2 Gründen, weil von der alten Eliten viele in den Westen gegangen waren, also die sowjetische Besatzungszone verließen.
Und weil viele von den Eliten entnazifiziert wurden. Du hast vorhin von den Lehrern gesprochen, natürlich. Bis auf zwei Gruppen wurden alle, die Einflusspositionen hatten, rausgeschmissen, wenn sie Nazis waren. Das waren die Ärzte, weil du da nicht im Schnellkurs Mediziner wirst. Und das waren die protestantischen Pastoren, die viele von denen auch durchaus Anhänger des Nationalsozialismus waren. Die sind nicht entnazifiziert worden auf Weisung der Besatzungsmacht. Aber die Lehrer, vor allem die alle Juristen und so weiter, die, also es rückten auch in den wirtschaftlichen Positionen überall Leute aus einfachen Verhältnissen nach. Das war die zweite Notwendigkeit, gewissermaßen eine, wenn man so will, besondere kulturelle Revolution zu machen. Und so entstand schon früh auch das Bedürfnis nach einer praktischen Kulturarbeit. Ja. Der Erste, der da was machte, war Erhard John, dem gelang es nämlich, die Heimvolkshochschule Meißen in eine Schule für Clubleiter umzuwandeln. Sieben Eichen. Ne? Meißen Sieben Eichen. Ja, ja. Sodass wir schon eine Fachschulausbildung für Kulturarbeiter hatten. Aber das reichte nicht. Und so wurde schon Ende der 50er Jahre davon gesprochen, da muss mehr passieren. Und es gab dann Beschlüsse, dass es unbedingt auch eine Hochschulausbildung im kulturellen Bereich braucht, um diese kulturellen Prozesse in der sozialistischen Gesellschaft richtig zu regulieren. Also, und Alfred Korella war dann ein wichtiger Mensch und so gab es dann, ich glaube 1960, den Beschluss, das zu machen. Und 1962 kam dann aus dem Hochschulministerium die Weisung und an der Uni Leipzig, da hat John dann das Wort gehabt und das hatte eine stärker praktische Ausrichtung, ja. Weil John ja daher kam, obwohl er, ich habe ihn kennengelernt, als ich Philosophie studierte, war Doktorand bei uns am Philosophischen Institut. Und während in Berlin aus der Philosophieausbildung kam und von der Ästhetik her, also mehr ja, mit mehr theoretisch-wissenschaftlichem Anspruch. Aber um diese Zeit wusste niemand, konnte da definieren, wie man denn auf marxistische Weise Kultur definiert, was man da macht. Und da in der Philosophie so diese Basis Überbaudialektik war, war na, Kultur, das sind Phänomene des Überbaus. So, also war mehr eine ideologische Vorstellung. Aber mit diesem Basis-Überbau-Ansatz ist es schwer, Kulturgeschichte zu machen. Natürlich kann man sagen, da gibt es kulturelle Systeme und die ökonomischen Makrostrukturen sind die Grundlage dafür. Natürlich bestehen da Zusammenhänge, sehr intensive. Aber bei Kultur geht es ja mehr darum, was aus den Menschen wird. Und so war unser Ansatz, und das versuchte ich dann darzustellen, mehr die Subjekt-Objekt-Dialektik. Kultur hat zwei Daseinsweisen und nur in dieser doppelten Daseinsweise als Ausbildung von Menschen, die eine bestimmte Subjektivität haben, also sich in dieser Welt frei bewegen können, erfolgreich sind und sich anpassen und gleichzeitig beim Anpassen alles weiterentwickeln und so. Also die schöpferische Seite der Sache liegt ja in dieser Aneignung eines Naturwesens, das in die Welt geworfen ist und dann in einer bestimmten sozialen Gemeinschaft ein bestimmtes Profil ausbildet und für die Reproduktion dieser Gemeinschaft was macht. Und Kultur ist nicht eine Ansammlung, sondern ist das, was die Menschen auch annehmen als ihres. So, das war der Ansatz, so eine Subjekt-Objekt-Dialektik da hinzukriegen und daraus nun ein Konzept zu machen, wie man so Kulturgeschichte betrachten kann, was denn da in den Blick kommt. Und da waren wir schließlich der Meinung, dass es da so drei Ebenen zu unterscheiden gibt. Das sind einmal so die elementaren Lebensbedingungen.
Also die Zeitstruktur, die Arbeitsform, die Wohnweise, die Familienform, die Geschlechterrollen und so weiter, die ja definiert sind durch den sozialen Lebensprozess und durch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und so weiter. Das ist natürlich, sagen wir, objektive Kultur, diese Strukturen. Dann gibt es natürlich darin wieder von Menschen hergestellte Einrichtungen, die nichts anderes zum Zweck haben, als den Menschen zu formen, zu bilden, ihm Handeln zu ermöglichen. Das wären die Künste, das wäre das Bildungssystem, zum Beispiel die Kirche und so weiter. Und dann gibt es darüber so den geistigen Überbau, die Ideen, von denen das Ganze geleitet wird, also die Kulturauffassung, was in dieser jeweiligen Gesellschaft, sozialen Gruppe oder so die leitenden Ideen sind, nach denen das Ganze funktioniert. Das haben wir so ein Drei-Stufen-Modell gehabt und uns dann bemüht, irgendwann auch mal eine richtige existierende Kultur nach diesem Modell abzubilden. Das war sehr schwierig, sowas zu machen, weil die modernen Gesellschaften so hochkomplex und hochkompliziert sind, dass das sehr schwierig ist, das zu machen. Da half uns dann unsere Beziehung zur Ethnologie, wo das einfacher ist, weil in den frühen Gesellschaften, in denen der Einzelne noch das Ganze repräsentiert, einfacher zu überschauen ist. Also für mich und auch für meine Studierenden war immer ein wunderbares Beispiel, da war ich schon gehänselt mit der Maori-Jüngling. Also nur ein Mann, man hätte es auch für die Maori-Jungfer machen können, aber der Maori-Jüngling war beschrieben, was er alles lernt im Laufe. Alles, was man da konnte, bis zum Bootsbau, bis zum Predigen, bis zum Heiraten, wie man das macht, wie man das macht, wie man das macht, das musste der alles lernen. War so gesehen für seine Gesellschaft ein allseitig entwickeltes Individuum. So was gibt es natürlich in der Maori. Allseitig gebildete Persönlichkeit. Allseitig gebildete Persönlichkeit. Am Maori-Jüngling kannst du das noch vorführen. Aber was soll das in einer hochmodernen sozialistischen Gesellschaft sein? Ja. Das war dann schon schwieriger. Das war nicht so leicht abzubilden, auch weil wir keine so genaue Analyse von den ganz normalen Lebensbedingungen hatten. Die Soziologie entwickelte sich ja erst in der DDR und auch die Gesellschaft war so in Bewegung, dass noch gar nicht sicher war, wie das nun ausschaut. Und so haben wir dann versucht, für eine große soziale Gruppe, die ja so die Mustergruppe für die DDR-Ideologie war, nämlich für die deutsche Arbeiterklasse, zu modellieren, wie denn deren Kultur ausgesehen hat in der Vergangenheit. In die Gegenwart wollten wir uns da nicht wagen, weil da der Begriff der Arbeiterklasse etwas eigenartig war. So, weil da natürlich auch die ganze SED zur Arbeiterklasse gehörte, weil sie ja die Führung der Arbeiterklasse hatte. Aber aus lauter Funktionären bestand natürlich. Ich war auch Arbeiterklasse als Sohn eines Ingenieurs, der politischer Funktionär und Angehöriger der Arbeiterklasse war. Also, ging gar nicht so. Und da hatten die deutsche Arbeiterklasse war ein hochbevorzugter Gegenstand der bürgerlichen Sozialforschung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Schriften des Vereins für Sozialforschung haben alles beschrieben. Wir hatten also eine gute Materiallage und konnten darstellen, wie sich die Arbeitsverhältnisse verändert hatten mit der fortschreitenden Industrialisierung, wie sich die Wohnverhältnisse verändert hatten, wie sich die Bildung verändert hatte, wie sich die Organisationsformen verändert hatten, wie die Familienformen sich änderten, wie die Heiratsbeziehungen waren, wann die Jugend als Phänomen entstanden war. Wir konnten also für diese wie die Gesellungsformen waren, wir konnten für diese Gruppe ein richtiges Porträt machen in drei Stufen. Wir haben die Arbeiterkultur als besondere Lebensweise des industriellen Proletariats dargestellt. Und da war die deutsche Arbeiterklasse in Europa eine Kernform eigentlich.
nicht die erste, die Engländer waren davor, aber wir waren ja keine Henker. Die hat auch eine Arbeiterbewegung hervorgebracht, die modellartig von vielen anderen Ländern übernommen wurde. Also wir hatten eine hochentwickelte Arbeiterbildung, ne? Wir hatten eine Arbeiterbewegungskultur, die wir untersucht haben. Und wir hatten eine Arbeiterkulturbewegung sogar. Also die sind ja aus Arbeiterbildungsvereinen, ist das Ganze ja hervorgegangen. August Bebel war Bibliothekar beim Bildungsverein in Leipzig. Und auch Wilhelm Liebknecht war ja einer, der aus der Arbeiterbildung kam. Wissen ist Macht, Macht ist Wissen, seine Reden und so vor den Vereinen. Und nichts wissen macht nichts. Ne? Ja, das ist dann schon wieder DDR-Slogan. So, also es gab da die Möglichkeit, und so es ist uns gelungen, so ein Team zu bilden. Anneliese Neef war für Arbeiterfamilie zuständig, Horst Groschop für Arbeiterorganisation, einer war für die Landarbeiter zuständig, Isolde Dietrich für die Arbeitsformen. Fallen mir jetzt nicht alle ein, für Stadtentwicklung also wir haben das aufgeteilt. Und dies übrigens in Zusammenarbeit mit den Berliner Volkskundlern, die mit Wolfgang Jacobeit haben wir dann auch versucht, ein Museum der Arbeiterkultur aufzubauen. Husemannstraße. Und das ist dann uns auch, die erste Proletariatsausstellung war unten im Keller auf der Museumsinsel. Da hat Jacobeit mit seinen Leuten die erste Ausstellung gemacht. Wir haben da schon ein bisschen mitgewirkt. Jacobeit und ich, wir haben dann auch gemeinsam einen Preis dafür bekommen. Auf diese Zusammenarbeit waren wir noch heute stolz. So. Und es ist uns dann gelungen, im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier ein Arbeitermuseum zu machen. Aber es gehörte zu unseren Einschränkungen, dass unsere Arbeiterkulturgeschichte nur bis 1914 ging. Weil die Zeit danach in der Wissenschaft strittig war. Die 20er Jahre, wie die zu beurteilen sind, was da vielleicht an der kommunistischen Politik falsch war und nicht nur an der sozialdemokratischen, wie das zu bewerten ist, Ursachen für den Faschismus, Verhältnis zur Massenkultur und so weiter. Da waren wir also in Dissens mit den Historikern und haben uns gehütet, das zu machen. Und so war unser Museum Arbeiterkultur um 1900. Das ging. Es musste auch so, weil wir ja nicht komplett die Arbeiterkultur präsentieren konnten. Und das ist schon eine sehr wichtige Sache für uns gewesen. Und wir sind damit dann auch übrigens in der Bundesrepublik unterwegs gewesen. Und unsere erste Publikation zum Museum ist dann in West-Berlin erschienen, weil unsere Ausstellung auch in Neukölln gezeigt wurde, 89, ich habe das hier auch liegen. Aber dieses Modell, wie Arbeiterkultur entstanden ist, hat für die Ausbildung unserer Kulturwissenschaftler eine große Rolle gespielt, weil das die aktuellen Lebensformen relativierte, gleichzeitig aber etwas über ihre Herkunft sagte. Denn die DDR war in hohem Maße, ein anderer hat es dann ausgesprochen, eine arbeiterliche Gesellschaft, die ja auf diesen Traditionen beruhte. So gesehen eine Gesellschaft in der Tradition der kleinen Leute. Selbst wenn sich viele Funktionäre die Mühe gaben, also das bürgerliche Kulturverständnis auch da zu etablieren, das hat dann auch dazu geführt, dass sie die massenkulturellen Phänomene, die in den 20er Jahren einsetzten, nicht so richtig in den Griff bekamen und nicht richtig einschätzen konnten. Die haben wir dann übrigens in den noch zu DDR-Zeiten haben wir 1988 gemeinsam mit westdeutschen Historikern, wo Arbeiterkultur um diese Zeit auch ein Thema war,
finanziert von der Volkswagen Stiftung, ein großes Projekt zur Massenkultur im 20. Jahrhundert gemacht. Also über die 20er Jahre, zumal mit Adelheid von Saldern aus Hannover. Wir beide waren die Projektleiter und haben da eine ganze Menge gemacht, sagen wir. Dietrich, ich würde aber nochmal auf die Kulturwissenschaft zu sprechen kommen. Du wirst es nicht wissen, aber also das weißt du natürlich, dass es ja auch beim Fernstudium sehr, sehr viele Bewerber gab. Und es wurde doch hart gesiebt. Also ich weiß nicht, aber ich habe mal gehört, dass da so auf einen Studienplatz, weiß ich nicht, fast 30 Bewerber waren. Also es wurde hart gesiebt im Vorfeld schon, dann wurden Leute eingeladen. Und ich kann mich erinnern, ich hatte eine Stunde lang das Gespräch, deren Vorsitzender, du warst ja Vorsitzender sozusagen, es saßen ja bestimmt 6 Leute drumherum, an andere kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an dich kann ich mich erinnern. So, und das war 1979. Was ich an diesem Studium so hervorragend gefunden habe, war, für mich war es auch ein Bildungsstudium. Denn es war einerseits Philosophiegeschichte, es war andererseits Ästhetikgeschichte, also von der Antike bis zur Gegenwart. Es war der dritte Teil Kulturgeschichte, dem Bereich, den du zu verantworten hattest. Und wir hatten natürlich dann unsere Spezialisierung, das war in meinem Fall Literaturwissenschaft, auch hervorragende Dozenten. Und ich möchte einfach noch mal ein paar Kollegen nennen, die da unglaublich verdienstvoll waren. Da ist zu nennen Erwin Pracht, der also sozusagen von Anfang an dabei war. Die gute Seele, glaube ich, der vieles also politisch auch geschickt abgewehrt hat, euch zum Teil den Rücken freigehalten hat, der den Wolfgang Kaise geholt hat, als der politische Schwierigkeiten hatte, dann als Professor für Ästhetikgeschichte, hervorragender Mann. Ich möchte an Marie Simon auch noch mal erinnern und Wolfgang Schindler, die ja eine wunderbare Einführung in die antike Kultur uns geliefert haben. Dann war mir ein ganz wichtiger Mann Krenzlin, bürgerliche Ästhetik, Michael Franz, ein sehr origineller Semiotik, also eine ganze Reihe, Günther Meyer, also sehr, sehr gute Dozenten, Irene Dölling, die uns, was du vorhin auch gesagt hast, also da haben wir natürlich Psychologie auch bekommen, auch was Klicks an der Uni gemacht hat. Also rundum interessante Leute. Wir hatten das große Glück, 2 Philosophiedozenten aus dem Peter-Ruben-Umfeld zu haben, Bruno Hartmann und Ulrich Hethke, die uns natürlich die Rubensche Philosophie beigebracht haben. Also all das hat doch dazu geführt, dass ihr Studenten ausgebildet habt, die nicht wie in Meißen, Siebeneichen oder zum Teil auch, glaube ich, in Leipzig, also die nicht sozusagen auf das Berufsfeld des Kulturarbeiters primär beschnitten waren, sondern die mit einem weiten Horizont ausgestattet worden sind. Und das habe ich an der Humboldt-Universität immer sehr respektiert und geschätzt, dass da kritische Köpfe waren, die ein offenes Wort geredet haben. Dazu hast du auch gezählt. Ja, das sind ja 2 Sachen, also die praktische Kulturarbeit, Kulturmanagement, Kulturwirtschaft, das hat es nicht gegeben in diesem Studium Kulturwissenschaft. Und es war tatsächlich ausgerichtet auf ein Bildungserlebnis. Das war gerade im Fernstudium besonders wichtig, weil da ja lauter Praktiker waren, die das alles weit besser wussten und von denen wir gelernt haben, was so los ist in der kulturellen Wirklichkeit. Da kam es darauf an, ihnen möglichst viel Gelegenheit zu geben, unter ganz neuen Aspekten auch
ihre eigene Arbeit zu sehen. Und da waren tatsächlich, also wenn wir jetzt vom Studiengang Kulturwissenschaft sprechen, da war diese, wir waren ja zwei Arbeitsgruppen, die da tätig waren. Auf der einen Seite die Ästhetik, die sich bemühte, alle Formen der ästhetischen Aneignung der Wirklichkeit, die ganzen Prozesse so komplex, wie wir auch Kultur verstanden, darzustellen. Also die Aneignungsprozesse ebenso wie die institutionellen, wie das Inhaltliche, wie das ganze Werden der Künste und der übrigen ästhetischen Aneignungsformen. Und das mit stark philosophischem Hintergrund. Das war schon, hatte Niveau und war, aber das war nicht mein Gebiet. Ich war zwar dann als Boss auch für Sie mit zuständig, aber die haben natürlich ihr eigenes Programm gehabt und wir hatten viele Begegnungen miteinander. Und ich kann gar nicht die Namen alle aufzählen, die da tätig waren, auch weil wir mit den Zweitfächern, mit einigen der Zweitfächer schon in den 70er Jahren nach der Umwandlung in Departments, also Sektionsbildung, Erwin wurde, Pracht wurde dann Sektionsdirektor, war dann zuständig auch für die klassischen Archäologen, Kunsterzieher, Musikerzieher, Musikwissenschaft, Kunstwissenschaft, Theaterwissenschaft und so weiter. Nicht. Und dann kam eine Zeit lang noch zu uns ins Institut die Literaturwissenschaftler, also Naumann, Gernos, Weimann, die war bei den Romanisten, aber es gab direkt bei den Germanisten so einen Arbeitskreis Literaturwissenschaft, die kamen zu uns, ans Institut für Kulturtheorie und Ästhetik, hieß unser Wissenschaftsbereich dann Kulturtheorie und Ästhetik, weil die Sektion schon Ästhetik und Kunstwissenschaften hieß, also da war die Ästhetik schon vergeben. So. Die Namensgebung waren Jokus. Also ich wollte sagen, da waren sehr viele daran beteiligt und wir hatten auch durchgesetzt, dass das gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium bei uns von uns selbst verantwortet wird und nicht von der Sektion Marxismus-Leninismus. Wir konnten durchsetzen, dass es bei uns 2 Jahre dauern muss, weil Philosophie eine so große Rolle spielt, und hat einen eigenen Menschen dafür engagiert, Walter Hofmann, der da unterrichtete. Also es war tatsächlich der Versuch, die theoretischen Seiten der Sache so umfänglich wie möglich darzustellen. Das war das eine, was ich sagen wollte, das andere habe ich vergessen. Ich möchte, habe ich vorhin bei der Aufzählung, ach so, möchte jetzt ich noch Karin ich. Hürdiner und Heinz Hürdiner, ja, ja. Auch zwei unglaublich von der Ästhetik das inspirierende ja. Dozenten. Ja. Ich weiß noch, Karin Hürdiner kam ja als kleines katholisches Mädchen und wurde dann Professorin für Ästhetik, hat ja die ganze Laufbahn bei uns gemacht. Ich habe sie noch kennengelernt. Ich wollte noch was sagen zu den Aufnahmegesprächen. Wir durften keine Aufnahmeprüfung machen, haben wir auch nicht gemacht. Aber wir haben das immer so gemacht, wir haben tatsächlich weit mehr Bewerber und Bewerberinnen gehabt, als wir Studienplätze hatten, die waren begrenzt, also 35 konnten wir aufnehmen. Und wir haben 3 Kommissionen gebildet, die Gespräche führten und die tagelang, die dann notieren mussten, ja. Besonders geeignet, gut geeignet, geeignet, ungeeignet. Ja. So. Und jede dieser Kommissionen hatte 15 besonders geeignete rausgefunden. Und dann begann der Streit zwischen den Leuten, zwischen diesen 3 Kommissionen, welche nehmen wir nur und welche nehmen wir nicht. Ja. So. Und dann bestand meine Aufgabe darin, mal nachzugucken in den Unterlagen, wer von den besonders geeigneten ausgesondert werden kann, weil die Eltern schon dafür sorgen werden, dass sie doch reinkommen. Die haben wir dann ausgesondert. Die hat dann der Prorektor gegen uns wieder reingesetzt. Das war klar, die müsste man nehmen, waren ja besonders geeignet. Und einige, die wir für besonders geeignet hielten, denen sagt mir, Mensch, das geht nicht.
Aber bei uns ist die Stelle der Sekretärin frei. Machst du 2 Jahre bei uns und oder gehst woanders hin? Ja, also es waren ja welche, die sehr gut geeignet waren, aber keine praktischen Erfahrungen hatten. Uns war ja wichtig, dass die nach Möglichkeit alle schon vorher was gemacht hatten. Also 2 Jahre Clubarbeit oder am Theater oder da oder in der Kaufhalle gearbeitet, irgendwo, sodass sie Lebenserfahrung hatten. Und wer das noch nicht hatte, dem haben wir den Tipp gegeben, mach das oder das oder das und komm dann wieder und du bist sicher bei uns drin. Das ging so. Natürlich war das etwas unglücklich, dass wir so viele nicht nehmen konnten. Aber es war nicht so, dass da geurteilt wurde, ey, bist du in eine Partei, dann kommst du drin oder so. Das war nicht der Fall. Sondern es ging tatsächlich. Ich bin auch als Parteiloser genommen worden. Ja. Gut. Ich war auch wurde auch als Parteiloser zum Studium zugelassen. Ich wurde erst Parteimitglied, aber erst nachdem ich das Studium fertig hatte, weil es nicht ging, dass ich am Institut für Marxismus, Leninismus als Parteiloser arbeite, sagte Erwin Pracht, das geht nicht. Und Rudolf Barrow war dann mein Bürger. Ich möchte auch vielleicht nochmal auf die Bedeutung der Berliner Kulturwissenschaft und Ästhetik zu sprechen kommen. Es gab 2 wichtige Bücher, die eigentlich auch neue Wege gegangen sind, nämlich Ästhetik heute und Ästhetik der Kunst. Also im Autorenkollektiv, glaube ich, ja. Erwin Pracht war wie immer der Spiritus Rector oder derjenige, der die Leute zusammengehalten hat. Aber das war schon Ästhetik heute erschienen, 1979, da habe ich gerade angefangen zu studieren. Also das war für mich schon eine unglaublich spannende, für DDR-Verhältnisse moderne Ausrichtung von Ästhetik. Ja, das kann ich bestätigen. Also das Verständnis von dem, was man insgesamt den Kunstprozess nennen kann. Das war schon analog zu dem, was wir in der Kulturtheorie machten, ein theoretischer Ansatz, der dann nach allen Seiten auch durchgeführt wurde. Und sogar erreicht hatte, in den Sprachen der Kunstwissenschaften noch verstanden zu werden, denn das war ja das Hauptproblem, das zusammenzubinden. So wie die Literaturwissenschaftler plötzlich über Literaturverhältnisse redeten und versuchten, den Gesamtprozess darzustellen, so ist das dafür die ästhetische Aneignung insgesamt gelungen, bis hin zu den Massenprozessen, die um diese Zeit ja in den Blick kamen. Auch unter dem Gesichtspunkt einer Persönlichkeitstheorie, die mit dem, was der Stand in den 70er Jahren war, konform ging. Das hing aber auch damit zusammen, dass wir für die Entwicklung beider Disziplinen war in den 60er Jahren der Versuch, Grundlagen zu klären, mit viel theoretischem Streit, mit viel dogmatischem Hin und Her und auch Anwürfen und verschiedenen Sachen. Während die 70er Jahre dann schon, das hing aber damit zusammen, dass sich auch das Gesellschaftsbild in der DDR langsam wandelte und kulturelle Vorgänge wichtiger wurden, die Bedürfnisse der Leute, die Massenbedürfnisse waren politisch und wirtschaftlich, hatten sie eine andere Bedeutung und damit änderte sich auch das Verhältnis zu dem, was wir die kulturellen Massenprozesse nannten, ganz, ganz grundlegend. Und dafür hat Ästhetik heute wie anderes auch eine Grundlage gegeben, sodass die Versöhnung zwischen den hohen Künsten, die ja angestrebt wurden und dem, was ziemlich verächtlich behandelt, ja abgelehnt wurde. Ja, also es ist unverständlich, wie Hans Eisler als Komponist den Jazz als
ablehnen konnte. Dass auch die globalen Prozesse spielten eine andere Rolle in den 70er Jahren, sind einbezogen worden, sodass sich auch das Bild von einem sozialistischen Kunstleben grundlegend wandelte, muss ich sagen, in den 70er Jahren schon. Was dann in den 80er Jahren begann, ist wieder was anderes. Ja, Dietrich, wir sind jetzt, die Zeit rennt ja fürchterlich weg. Kommen wir mal sozusagen in die 80er Jahre. Du hast es ja schon gesagt, euch war es gelungen, dort in der Husemannstraße dieses Museum ins Leben zu rufen. Ich habe dort in diesem Museum an Verteidigung von Diplomarbeiten teilgenommen, die von Themen, die du vergeben hast. Ich kann mich gut erinnern, dass Friederike Weigle über Wilhelm Reich und also dann war über Magnus Hirschfeld. Also du hast sozusagen die 20er Jahre dort an Studenten Forschungsaufträge erteilt, also da nochmal genau nachzuschauen. Das hast du ja vorhin schon gesagt, das war schon so ein bisschen eine Gratwanderung, denn da wurde auch einiges klar, wurde einem einiges klar, was eigentlich in der DDR Kulturbetrachtung immer unter den Teppich gekehrt worden ist. Also will ich dir nur noch mal sagen, dass ich das als sehr verdienstvoll empfunden habe. Ja, es ist ja so. Also was du gerade erwähnst, das sind ja zwei Diplomarbeiten geworden, die zu dem Projekt Kulturgeschichte der Sexualität gehörten. Mhm. Denn wir haben dann ja auch mit an unserem Institut die Geschlechterforschung gehabt und einen Forschungsschwerpunkt Homosexualität. Das haben verschiedene, die auf dem Gebiet arbeiteten, bei uns promoviert. Und die Geschlechterverhältnisse waren einer unserer Schwerpunkte dann in den 80er Jahren. Es ist nicht mehr beendet worden, unser Versuch, eine Kulturgeschichte der Sexualität zu machen. Aber wir haben eine ganze Reihe von Studien dazu gehabt, die ja auch nur im Kontext der allgemeinen Beschäftigung mit der Kulturgeschichte arbeitender Menschen eine Bedeutung hatten. In diesem Museum, naja, das, nee, da hast du an Verteidigung teilgenommen. Ja, genau. Aha. Ich kann mich nur besinnen, wie wir das Ding eröffnet haben und wie es dann unterging, weil es ja da nicht mehr reinpasste in das, was das Märkische Museum nach 90 machte. Sodass wir, naja, sowas Besonderes da nicht mehr haben. Es ist auch zeitbedingt gewesen und wir hätten das auch nicht weiter ausbauen können. Es ist ja dann, hatte eine politische Bedeutung bekommen. Dort tagten ja der Ortsverein der neu gegründeten Sozialdemokratischen Partei dann und so weiter. Aber und dieses Thema ist dann nicht fortgesetzt worden. Was aber möglich wurde und das, was wir da gemacht haben, fortgesetzt hat, ist, dass wir natürlich nach 1990 noch die Gelegenheit hatten, nun zur Kulturgeschichte der DDR was zu machen, was bis dahin etwas schwieriger war. Auch weil ja nun eine auf spezifische Weise organisierte Gesellschaft in eine andere übergetreten ist. Und man, das ist ja historisch ein ganz seltener Fall, dass eine Gesellschaft von knapp 17 Millionen tschack, woanders hin versetzt wird, in ein ganz anderes Gesellschaftssystem. Was da passiert, wie man damit fertig wird, wie alle Beteiligten. Nun sind wir nicht direkt nach Nordrhein-Westfalen alle geschickt worden, sondern durften hier bleiben. So, aber es ist schon
Das wirft einen neuen Blick auf das, was die DDR war. Wir haben ein Buch, möchte ich wenigstens erwähnen, das aus diesem Kontext stammt. Das ist, hat den wundersamen Titel Befremdlich anders, Leben in der DDR. Da haben wir, so in Wälzer haben wir alle versucht darzustellen, was vielleicht in der DDR bemerkenswert anders war oder befremdlich anders für jemanden, der nicht dabei war. Oder jetzt auch für den, der es erlebt hat, befremdlich anders war. Deswegen dieser doppeldeutige Titel. Das geschieht ja einem Kulturforscher ganz selten, dass er eine solche gigantische Population begleitet in eine andere Unternehmung. Für mich war das auch wichtig, denn ich unterrichtete ja jetzt nach 1990 auch junge Leute, die im Westen ausgebildet ihre Schule besucht haben. Ich musste mich also auch einstellen auf deren Erwartungen, Bildungshorizont, was sie wissen, was sie nicht wissen, und musste alles auch für mich neu erweitern, neu überdenken, neu machen. Und habe dann sogar, als man mich rausekelte aus der Humboldt-Universität 1996, das war ganz großartig. Ich konnte nämlich in Potsdam am ZZF, ne? Am Zentrum für zeithistorische Forschung DDR-Forschung machen. Und habe zwar noch Vorlesungen da und dort gehalten, aber es war kein Betrieb mehr, denn das muss ich auch mal sagen. Es ist zwar sehr schön, Hochschullehrer zu sein, aber die Arbeitsweise ist doch etwas radikal, wenn du in der Woche zwei Vorlesungen, zwei Seminare hast. Da musst du immer, da kannst du nicht irgendwie so aus dem Handgelenk was tüdeln. Das musst du vorbereiten, da muss was sein, da musst du dich drum kümmern. So dass Forschung an der Universität etwas anders aussieht. Und wenn du dann einen Vortrag hast, dann kannst du nicht wie ein Akademiewissenschaftler ein Jahr an einem Thema arbeiten und dann 2 Stunden Vortrag halten. Nee, du musst jede Woche 4 Stunden lesen. So, das ist was anderes. Du musst also, du hast aber auch natürlich den Vorteil einer sofortigen Resonanz. Also du siehst, ob all die Tröge da sitzt und was niemanden interessiert. Du hast eine Rückkopplung, und das ist natürlich das Großartige am Hochschullehrer, dass du dich auf was einstellen kannst. Und da wir Fernstudenten hatten und Direktstudenten, haben wir sogar noch die Differenz gesehen, was du da, wo da die Lacher kommen und wo da kommt. So. Du hast also doch einen besseren Kontakt in diese Wirklichkeit, und das, muss ich dir sagen, ist für einen Kulturwissenschaftler wichtig. Und ich möchte noch eine Sache wenigstens loswerden hier bei dir in dieser Runde. Also wir waren tatsächlich weltweit der erste Hochschulstudiengang Kulturwissenschaft. Heute kannst du an allen, ich glaube, wir haben etwas über 300 Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Bei fast allen gibt es irgendein kulturwissenschaftliches. Und direkt kulturwissenschaftliche Studiengänge gibt es inzwischen 23. Und was auch interessant ist, bei Umfragen und so kommt heraus, dass fast ein Drittel aller jungen Leute irgendwas mit Kultur studieren möchte. Und die Vorstellungen davon, was Kultur ist, ich sage dir, die haben sich so erweitert. Also auch ein wichtiges Feld, Ästhetik, ist das Feld Design. Da gibt es inzwischen 13 verschiedene Studiengänge mit verschiedenen Schwerpunkten inhaltlich. Das hat sich ausgefächert. Das hängt damit zusammen, dass auch die gesellschaftliche Wirklichkeit, für die ausgebildet wird, das ist ja die staatlichen kulturellen Einrichtungen, die privatwirtschaftlichen überwiegen und die gemeinnützig freien, für all diese Bereiche wird ausgebildet. Es ist die digitale Welt hat ja auch ihre eigene Ästhetik noch eingebracht und gehört natürlich auch zur Kultur. Inzwischen, ne? Ich will jetzt nicht hier vorlesen, ich habe gerade eine Tabelle, wofür überhaupt ausgebildet wird. Kulturvermittlung, Wissenschaft, Forschung, Kulturmanagement, Medien, kulturelle Praxis, Lehre, Bildung, Pädagogik, Kulturverwaltung, Kulturberatung, Kulturplanung, Kulturpolitik, Interkultur, Werbung, Marketing, künstlerische Praxis, Archiv, Dokumentation, Tourismus, Denkmalpflege. Ja, ja. Also das Feld ist außerordentlich breit,
Und das, was wir da, die paar Leutchen, die damals tätig waren, gemacht haben, war ja, sagen wir mal, ein Anfang, der aber diese Breite doch irgendwie im Blick hatte und versuchte da natürlich einen Ansatz zu finden. Wir haben dann 2007, darauf möchte ich auch noch hinweisen, etwas gemacht, was sehr selten, noch nie in diesem Umfang da war. Wir haben eine Untersuchung gemacht, was aus unseren Absolventen geworden ist, eine Bestandserhebung, wo sie sind, was sie heute machen. Wir haben festgestellt, dass sie so gut wie alle nur 3% Arbeitslose konnten wir finden. Alle anderen hatten einen Job, die meisten im Kulturbereich, waren auch Tankstellenbesitzer dabei inzwischen. Und so, aber das war ganz minimal. Sie haben sich also alle auch in der neuen Gesellschaft professionell zurechtgefunden mit dem, was sie an ihrer Ausbildung hatten. Und wir haben das auch in unserem Online-Archiv kulturation.de dargestellt und haben einen Rückblick auf dieses Studium da gemacht. Es haben auch 10 Lehrende aus all unseren Fächern da gesprochen. Das war eine ziemlich große Veranstaltung 2007. Und wen es interessiert, der kann das im Internet unter kulturation.de alles finden. Kannst du auch als PDF mit vielen bunten Bildern von der Tagung abrufen. Schön. Dietrich, vielleicht jetzt zum Schluss. Du hast es jetzt eigentlich wunderbar beschrieben, was aus eurer Pionierarbeit geworden ist, dass das heute ein fester Bestandteil an vielen Universitäten ist, ein Kulturwissenschaftsstudium. An der Humboldt-Universität ist aber glücklicherweise die Kulturwissenschaft erhalten geblieben. Es gab ja eine ganze Reihe von Instituten, die nach 1990 dann nicht mehr so weiter existierten. Das ist das eine, das kam eine ganze Reihe von Professoren aus den alten Bundesländern. Du hattest ja eine Professur, du musstest dich aber auf deine Professur neu bewerben. Das ging ja vielen so, ich denke an Frank Hörnig und an anderen, bei manchen hat es geklappt. Bei dir hat das dann leider nicht geklappt, aber du hast ja gesagt, die Zeit am ZZF in Potsdam war für dich auch eine sehr produktive, sehr interessante Zeit. Also wenn du heute auf diese Humboldt-Universität schaust, auf den Bereich, den ihr aufgebaut habt, hast du da noch Kontakt hin? Hast du noch so ein bisschen einen Überblick? Gibt es inzwischen noch jemanden aus der alten Zeit, der da noch lehrt oder als Dozent noch tätig ist? Ach, da wäre viel zu erzählen. 1986 sollte unser Studiengang Kulturwissenschaft geschlossen werden. Da gab es ideologische Kontroversen, die zusammenhängen mit unseren Beziehungen zur Bundesrepublik und anderem. Da hat die große Politik reingehagelt. Wir wollten darstellen, wie sich unsere DDR-Kultur als Teil europäischer Kultur versteht, und das ist aus Moskau her gebremst worden. Und da gab es dann auch Versuche, uns abzuwickeln zu DDR-Zeiten. Dann gab es eine zweite Phase, das war 1961, 61 oder 60, 90 oder 91, ich kann es jetzt nicht genau sagen, sollte Kulturwissenschaft auch abgewickelt werden. Da gab es keine ideologischen Gründe, sondern das gab waren die Entsprechung nicht im Westen, ne? Nee, das waren die Finanzen der Berliner Senatsverwaltung. Die Wissenschaftssenatoren musste was wegmachen, weil schon an der FU schon über Jahre keine Professuren mehr erneuert wurden und solche Sachen. Also wurde erstmal natürlich mit ideologischer Begründung das gemacht. Ja. Da wir aber gut international vernetzt waren, haben wir damals über unsere Freunde in West-Berlin international Bambule gemacht.
und etwa 200 internationale westdeutsche und amerikanisch-französische, englische Wissenschaftler haben dagegen bei der Senatsverwaltung protestiert, dass wir abgewickelt werden sollen. Und dann war es der heutige Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, der damals Jugendsenator war, glaube ich, der Thomas Krüger. Thomas Krüger, ja. Mit dem wir in Kontakt waren. Und es war eine Entscheidung des Berliner Senats, das denn doch nicht abzuwickeln, wenn sich 5 Senatoren dagegen aussprechen. Und so wie ich damals informiert wurde, hat Thomas Krüger den Satz gesprochen, ich glaube, Frau Riebschläger war das, Genosse Honecker würde sich freuen, wenn wir jetzt, oder Kurt Hager würde sich freuen, wenn wir die Kulturwissenschaft jetzt denn doch noch abwickeln, sodass wir von dieser Abwicklung verschont geblieben sind. Das hat aber nicht viel genützt, denn die Professoren sind bis auf den pensionierten Norbert, Renate Reschke und Karin Hirdiner alle weg gewesen. Und ich wurde zwar Professor neuen Rechts, aber dann teilte man mir mit, ja, entweder Sie unterschreiben jetzt, dass Sie in 2 Jahren hier Schluss machen, oder Sie werden morgen entlassen. Darauf habe ich eine Aussprache mit dem Prorektor gemacht und er sagte, unterschreiben Sie, dann machen Sie 2 Jahre, in der Zeit regeln wir das. Aber 2 Monate später war dieser Prorektor auch schon wieder weg und keiner hat das mehr geregelt. Es war aber sehr gut, ich sage das ausdrücklich, weil es mir die Gelegenheit gab, doch noch mal ein bisschen an meinen eigenen Sachen zu arbeiten und nicht nur für den Lehrbetrieb. Denn was sich auch geändert hat nach 1990 ist, wir haben einen Lehrbetrieb nach einem idealen Plan gemacht, der für alle galt und wo alle zusammenwirkten, mit dem Ziel, eine umfassende Bildung zu machen. Dann kamen aber Professoren, die jeder ein anderes Konzept hatten und jeder erzählte seins und damit, was er drauf hatte, und damit war das Studium ganz was anderes. Dann kam noch hinzu, dass das Studium generell neu sortiert wurde, die neue Studienordnung, sodass das heutige Kulturwissenschaftliche Institut wenig zu tun hat mit dem, was wir damals gemacht haben. Und meine letzte Begegnung war die Emeritierung von Renate Reschke, die als Professorin weiter am Institut war. Aber ich durfte den Abschiedsvortrag für sie halten an dem Institut, an dem ich selber schon 15 Jahre nicht mehr war. So, ich will mich jetzt von denen, die heute da Professoren sind, kenne ich niemanden mehr. Aber ich habe Hartmut Böhme kennengelernt, habe Frau von Braun kennengelernt und Macho, die ganz unterschiedliche Vorstellungen von Kultur. Kittler, ne? Nee, den habe ich nur einmal gesehen, aber hatte nichts mit ihm weiter zu tun. Mhm. Natürlich waren wir alle sehr höflich zueinander und sind uns nicht zu nahe getreten. Ich habe auch bis zum Schluss da die Prüfungskommission gemacht und musste auch fast alle Prüfungen abnehmen, das musste ich schon machen, weil natürlich die Studierenden, die bis in Mitte der 90er Jahre da ihre Abschlüsse machten, bei uns studiert hatten und dafür also eine Zuständigkeit war. Insofern bin ich da auch gar nicht böse, das hat sein gutes Ende gefunden. Das ist jetzt ein Unternehmen neben vielen, vielen anderen. Und diese Sonderstellung, die wir damals hatten, die lässt sich natürlich überhaupt gar nicht halten. Auch die deutsche Kulturwissenschaft ist insgesamt zwar sehr üppig, aber international auch nur ein kleiner Klacks noch. Lieber Dietrich, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Gespräch. Ich wünsche dir vor allen Dingen Gesundheit, dass du noch weiterhin so aktiv sein kannst und
Auskunft geben kannst und vielleicht findet sich ja demnächst wieder eine Gelegenheit zum Gespräch. Ich freue mich, dass Sie so intensiv unserem Gespräch gefolgt sind und freue mich auf unser nächstes Zusammenkommen beim nächsten ND im Club, den wir dann rechtzeitig wieder publizieren. Ihnen alles Gute, ja. Bleiben Sie gesund und ja. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen und vielen Dank.